Ja, liebe Julia Klöckner, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren ja in diesen Tagen viel darum, dass wir in Deutschland mehr fürs Klima und für die Umwelt tun wollen und müssen. Und man kann ja auch mittlerweile in vielen Regionen dieser Welt sehen, dass die Veränderungen auch überall spürbar werden. Und deswegen wollen wir einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, auf der einen Seite unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und auf der anderen Seite unseren Lebensstandard zu erhalten und im Zweifel auch noch zu verbessern. Und dafür müssen wir, und ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile vielen bewusst, unsere Art zu leben und zu wirtschaften weiterentwickeln, damit wir eine größere Nachhaltigkeit an den Tag legen. Und wie das dann gelingen kann, das zeigen wir mit der Bioökonomie. Denn die Bioökonomie nimmt sich die Natur zum Vorbild, um Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Und die Bioökonomie ist für uns, die wir ja Innovationsland sind, ein Schlüssel für eine nachhaltige Nutzung und die Wiederverwertung von Ressourcen und damit ganz klar auch für unseren zukünftigen Wohlstand. Aber sie ist natürlich noch recht unbekannt. Ich glaube, sie braucht noch ein bisschen Unterstützung, damit man die Kraft, die da drin steckt, auch erkennen kann. Und deswegen haben wir gesagt, als Bundesregierung rücken wir die Bioökonomie jetzt mal ins Rampenlicht. Wir haben vor einer Stunde zusammen die nationale Bioökonomie-Strategie im Kabinett verabschiedet. Und das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu betonen, das ist eine Strategie der gesamten Bundesregierung. Und Julia Klöckner und ich haben uns ganz frühzeitig für eine gemeinsame Federführung bei der Konzeption und Umsetzung der nationalen Bioökonomie-Strategie entschieden. Und mit der neuen Strategie bündeln wir alle Aktivitäten der beteiligten Bundesministerien. Die nationale Bioökonomie-Strategie wird genau damit einen wirklich wichtigen Beitrag dazu leisten, das, was wir auch versprochen haben, nämlich die Nachhaltigkeitsziele der UN in den Fokus zu rücken und zu erreichen. Und wir setzen ganz klar dabei auf Forschung und Innovation, denn darin sind wir Deutschen stark. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt fragen, was sind denn die Ziele der neuen Strategie, was werden wir denn jetzt anders machen als bisher und wie werden wir denn zum Beispiel die Forschungsförderung zur Bioökonomie künftig ausrichten, dann wollen wir gerne sichtbar machen, dass wir Forschung und Innovation in der Bioökonomie auf der einen Seite schon seit mittlerweile 10 Jahren fördern und dass aus diesen 10 Jahren auch schon eine ganze Menge tolle Dinge entstanden sind. Autoreifen aus Löwenzahn, Klebstoffe aus Weizen oder Muscheln oder, und den will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, ein Turnschuh aus biotechnologisch hergestellter Spinnenseide. Und in verschiedenen Bereichen der industriellen Produktion sind eben klimaschädliche und fossile Rohstoffe bereits erfolgreich durch biobasierte ersetzt worden. Und damit zeigt eben die Bioökonomie auch neue Wege auf, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Aber die Bioökonomie kann noch viel mehr und ist auch noch viel mehr, als eben nur fossile Rohstoffe zu ersetzen. Biologische Ressourcen und biologisches Wissen umfassend zu nutzen, das ist das Ziel. Und neue Produkte, neue Verfahren und neue Dienstleistungen sollen in allen Bereichen unserer Wirtschaft entstehen. Mit der nationalen Bioökonomiestrategie brechen wir damit, ich glaube, das kann man so sagen, in eine wirklich neue Ära auf. Wir wollen ganz gezielt die Innovationen fördern, die Klima, Umwelt und die Belastungsgrenzen unserer Ökosysteme im Blick haben. Und wir wollen unseren Wohlstand sichern und auf den Märkten der Zukunft eine Spitzenposition behalten. Wir wollen, dass Deutschland zum führenden Innovationsstandort für eine nachhaltige Bioökonomie wird. Die Rahmenbedingungen sind denkbar gut, denn nicht zuletzt durch die CO2-Bepreisung aus dem Klimaschutzpaket gibt es wichtige Impulse und nachhaltige biobasierte Produkte werden damit langfristig eben auch wirtschaftlich konkurrenzfähig. Und mit der neuen Strategie werden wir jetzt auch einen ganzen Strauß an zusätzlichen Maßnahmen umsetzen, die der Bioökonomie auch in der Breite zum Durchbruch verhelfen sollen. Alleine im BMBF-Haushalt haben wir bis 2024 über 1 Milliarde Euro vorgesehen, also ungefähr 230 Millionen Euro pro Jahr nur für Forschung und Innovation.
zur Bioökonomie. Und die Bioökonomie, ihr den Weg zu ebnen, bedeutet jetzt vor allem eben auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir wollen über die Entwicklung nachhaltiger Innovationen zu einer nachhaltigen, klimaneutralen Entwicklung beitragen. Wir wollen die Ressourcenbasis der Industrie nachhaltig ausrichten. Und dazu müssen wir erzeugte Produkte, zum Beispiel aus Plastik, in Kreisläufe einbringen, sowie Rest- und Abfallstoffe effizient nutzen. Und was in Zukunft möglich werden könnte, lassen bereits verfügbare bioökonomische Innovationen erahnen. Wir haben gerade draußen gesehen, Autoteile aus Biokunststoffen, Leder aus Fischhaut, Abfall oder eben auch Möbel aus Pilzmyzel. Und genau mit der Strategie, die wir jetzt gemeinsam hier heute verabschiedet haben im Kabinett, werden wir diese Teile der Biotechnologie noch weiter stärken. Denn die Biotechnologie birgt insbesondere im Zusammenspiel mit neuen Ansätzen aus der Nanotechnologie, aus der Automatisierung, aus der Miniaturisierung, aus der Digitalisierung und ganz klar auch aus der künstlichen Intelligenz heraus ein enormes Innovationspotenzial. Und dazu werden wir noch vor Monatsende die erste Förderrichtlinie auf den Weg bringen, Zukunftstechnologien für industrielle Bioökonomie und Innovationslabore zum Verbundvorhaben Bioökonomie Revier Rheinland. Und im Fokus dieser Maßnahme stehen beispielsweise Projekte, in denen biologische und technische Komponenten zu innovativen Produkten verbunden werden. In Kombination können daraus etwa neuartige Katalysatoren entstehen oder eben auch Sensoren. Und das Ziel ist auch hier Reduzierung des Verbrauchs von Rohstoffen und Energie. In der biotechnologischen Produktion zum Beispiel von Kraftstoffen, Medikamenten oder eben auch Grundchemikalien. Mit ihrem Ideenreichtum sind übrigens, und das ist mir nochmal wichtig an dieser Stelle, gerade kleine und mittelständische Unternehmen häufig die treibende Kraft in solchen Innovationsprozessen. Und deshalb verdienen sie auch gerade bei diesem Thema nochmal eine besondere Beachtung. In der ausgelaufenen Strategie, Forschungsstrategie Bioökonomie, hatten KMU einen Anteil von 84% bei den geförderten Projekten der gewerblichen Wirtschaft. Und genau aus diesem Grunde werden wir im Verlauf dieses Jahres die Fördermaßnahme KMU innovativ, nachhaltiges Wirtschaften, Bioökonomie neu starten und ganz klar mit dem Fokus auf Minimierung von umweltschädlichen Emissionen und Abfällen. Doch Ideenreichtum alleine ist nicht das, was reicht, sondern wichtig ist auch, dass genügend Biomasse zur Verfügung steht. Und da kommt, und da wird Julia Klöckner bestimmt gleich noch mal intensiv drauf eingehen, der Pflanzenzüchtung eine zentrale Rolle zu. Denn gerade im Klimawandel sind Nutzpflanzen, die durch optimale Nährstoffnutzung Resistenz und Toleranz gegenüber Überschwemmungen, Trockenheit und Pilzkrankheiten haben, ein wichtiges Fund. Und deswegen haben wir auch ein weiteres vielversprechendes neues Feld in der Pflanzenforschung, auch bei uns im Haus, nämlich die Epigenetik. Durch epigenetische Veränderungen entstehen neue Eigenschaften, ohne dass das Erbgut verändert wird. Und Pflanzen können sich dann rasch anpassen an Umweltveränderungen. Und mit der neuen Bioökonomiestrategie werden wir eben auch Forschung zu epigenetischen Mechanismen in Pflanzen befördern. Liebe Julia, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bioökonomie ist die Zukunft, ist eine wichtige Säule für das Innovationsland Deutschland. Und trotz seiner Relevanz ist das Thema eben noch unterbelichtet und eben vielen Menschen unbekannt. Und deswegen haben wir uns weiterhin zu dieser Strategie entschieden, auch das Wissenschaftsjahr 2020, was übrigens das 20. ist, auch nochmal interessant, dem Thema Bioökonomie widmen. Wir wollen dieses Thema der Breite der Gesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen. Wir wollen auch die Bedeutung bioökonomischer Forschung und Entwicklung aufzeigen. Und allen, die glauben, dass das Beste schon hinter uns läge, kann man, glaube ich, an dieser Stelle nur sagen, die Bioökonomie zeigt uns, welche Chancen und Perspektiven für das Innovationsland drin sind und gerade auch aus der Notwendigkeit sogar entstehen, klimaschonender und nachhaltiger zu wirtschaften. Herzlichen Dank. Frau Klöckner, bitte. Dankeschön. Freue mich, dass Sie alle da sind. Grüße herzlich auch Ihnen ein gutes neues Jahr. Und liebe Anja Karliczek, wir beide haben eben im Kabinett in der Tat
die Bioökonomie-Strategie vorgestellt und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Strategien gibt es viele. Und die Frage ist immer dann, wann wird es konkret und was hat das für meinen Alltag, für mein Leben zu tun? Und das wurde heute sehr greifbar, auch bei uns im Kabinett. Ich hatte einen Fahrradreifen dabei. Bin Rennradfahrerin, das war jetzt aber nicht der Fahrradreifen von zu Hause, sondern ein Fahrradreifen, der entwickelt worden ist aus Löwenzahn. Das kann man sagen, nette Spielerei, aber es hat einen Sinn, es hat einen Zweck. Natürlich kann der Prozess an sich schon interessant sein. Aber wir wollen, dass nicht nur auf unseren Äckern die Zukunft wächst. Bioökonomie ist Zukunft und schon Gegenwart. Wir wollen etwas erreichen, was auch anderen Zielen entspricht, nämlich fossile Rohstoffe ersetzen durch nachwachsende Rohstoffe. Und es wird sich entscheidend natürlich auswirken auf unser Leben, auf unsere Umwelt, natürlich auch auf das, was auf den Äckern wächst. Und ich sage nachher auch was zu Zielkonflikten. Aber ich will erst die Chancen ansprechen. Nur mal Beispiele. Reifen aus Löwenzahn. Wenn Sie sich hier diesen Fahrradhelm anschauen, wichtig, gerade in Berlin, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Der ist unglaublich leicht. Er ist aus nicht aus Flachsfasern, sondern aus Holz ist er. Also 70% nachwachsende Rohstoffe. Und ich habe mir mal angeschaut, wie viel er wiegt. Er ist wirklich extrem leicht. Wenn man hört, man nimmt einen Fahrradhelm auf den Kopf aus Holz. Kommt Holz zu Holz. Aber man nimmt einen Fahrradhelm aus Holz. Dann denkt keiner daran, dass das so leicht sein kann wie hier. Also es hat natürlich auch was mit Forschung, mit Innovation, mit Technik zu tun. Aber das Gute ist, es ist abbaubar, wenn eben 70% aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Er ist zertifiziert für Nachhaltigkeit, für Sicherheit, das ist auch wichtig, hat die Aufpralltests auch bestanden. Will Ihnen noch zwei Punkte eben nennen. Ich hatte eben vom Fahrradreifen aus Löwenzahn berichtet, das ist eine Projektförderung, die wir beide zusammen auf den Weg gebracht haben, unsere beiden Häuser, mit 4 Millionen Euro. 20 Projektpartner sind beteiligt. Man denkt, das sei so einfach, es gibt doch genug Reifenhersteller, die machen das schon. Nein, das ist eben das Neue dieser Strategie, auch verschiedene Beteiligte zusammenzubringen, dass sie dieses Produkt dann auch auf den Markt bringen. Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt nennen. Und das ist, finde ich, auch hochinteressant. Eigentlich ist es erstmal ein Widerspruch, denkt man. Wenn Sie in den Motorsport gehen, sag mal, was hat denn das mit Nachhaltigkeit, Umwelt zu tun? Der Motorsport wird häufig genutzt, um etwas unter Extrembedingungen zu testen. Auf einer Teststrecke gibt es zum Beispiel bei uns in Rheinland-Pfalz, um dann nachher in die Fläche gehen zu können im normalen Alltag. Und da, das finde ich sehr beeindruckend. Ich bin mit einem solchen Auto auch mit gefahren, habe mich natürlich an alle Beschränkungen gehalten, die man machen soll. Rohstoff. Flachsfaser. Da haben wir von einem Typ, ich nenne es jetzt mal, ohne dass Sie das jetzt als Werbung verstehen, aber das ist halt, sind diejenigen, die da vorangegangen sind, ist ein Porsche GT3. Leichtbau, das Gewicht ist ähnlich, also aus Flachsfasern im Auto. Die Frage ist nachher, ein Auto kompostierbar? In Gänze sicherlich nicht, aber hochinteressant ist, dass wir aus nachwachsenden Rohstoffen Autoteile bauen können, die widerstandsfähig sind, die auch leicht sind. Und es hat halt eine doppelte Funktion. Zum einen, dass weniger, also mit weniger Gewicht brauchen Sie auch weniger Sprit. Und Sie haben natürlich, was die Abbaubarkeit anbelangt, andere Chancen. Nochmal, getestet wird es im Motorsport. Ziel ist, es in die Fläche zu bringen, in die Mobilität unseres Alltags, auch bei E-Autos etc. Und das ist interessant, man kann teure Carbonfasern ersetzen dadurch. Deutlich geringerer Energieaufwand in der Produktion und auch hervorragend, ich habe es nicht ausprobiert, aber hervorragendes Crashverhalten. Das Material neigt weniger zu splittern. Und die Projektförderung ist geschehen durch mein Ministerium zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Holzforschung und auch dem Wilhelm-Clauditz-Institut und der Hochschule Hannover. Und da hatten wir die Fördersumme von 1,2 Millionen Euro. Ich bin eingestiegen mit den konkreten Beispielen, um deutlich zu machen, erst dann, wenn wir sehen, anfassbar sehen, dass es Alternativen gibt zu den Alltagsdingen, die wir sonst kennen, aber die basieren auf schwer abbaubaren Materialien oder für deren Herstellung wir viel Energie brauchen, dann ist das hier ein ganz klares Zeichen und auch ein Anwendungsbeispiel in verschiedenen Bereichen, dass es Alternativen auch gibt. Und jetzt fragt man ja, hätte es die Bundesregierung dazu gebraucht?
Also diese Entwicklungen sind nicht trotz Bundesregierung, sondern wegen der Bundesregierung zustande auch gekommen. Das sagen uns auch viele derer, die in die Produktion gehen. Hätten wir die Vorgaben, also die Zielvorgaben, ohne dass es gesetzliche sind, sondern die Visionsvorgaben und auch die Finanzierungsmöglichkeiten der Bundesregierung nicht gehabt oder jetzt nicht in Aussicht gestellt, hätten wir zum Teil weniger Interesse an Doktoranden, weniger Interesse an Forschung. Auch vor allen Dingen hätte man dieses Risiko zum Teil auch nicht selbst übernehmen wollen in der Finanzierung. Was heißt das jetzt für uns oder für Sie, für die Zahlen, die sicherlich auch von Interesse sind? Unsere beiden Häuser werden zusammen zwischen 2020 und 2024 3,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um bioökonomie-relevante Programme zur Verfügung zu stellen. Und ich jetzt als Bundesagrar-Landwirtschaftsministerin, welche Rolle spielen wir dabei? Wir sind ein Teilbereich davon, weil auf unseren Äckern das auch wächst, was wir sonst an Rohstoffen woanders auch importiert hätten. Und ich will mal ein Beispiel auch sagen, beim Thema Holz. Da kommt noch ein weiteres hinzu. Wir haben ja verschiedene Strategien, wie ich sagte. Auch wenn es darum geht, Klima zu schonen, CO2 zu binden, langfristig. Wenn wir dann Holz nutzen und dann verwenden, etwas anderes ersetzen, was sehr energieintensiv ist, auch CO2 emittiert. Aber wir hier einen Stoff, ein Produkt haben, das langfristig noch CO2 speichert, dann ist das eine Win-Win- oder Win-Win-Win-Situation in dieser Sache. Also umweltschonende Textilfaser, unsere Äcker, unsere Bauern. Natürliche Alternativen zu Mikroplastik zum Beispiel in der Kosmetik. Auch dazu unsere Felder, unsere Bauern. Und auch biologisch abbaubare Verpackungsfolien für Lebensmittel. Auch das spielt eine ganz große Rolle. Lieferanten für diese Grundstoffe sind unsere Bauern, unsere Landwirte. Und Sie wissen, weil wir ja Strategien nicht genug haben können. Ich will es nochmal erwähnen. Ich habe jüngst, also im Dezember, unsere Ackerbaustrategie vorgestellt. Und diese Strategien gehen ineinander über. In dieser Ackerbaustrategie hatte ich auch erläutert, dass wir mehr Fruchtfolgen brauchen, um zum Beispiel Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel zu erhöhen und um auch Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, um auch Humus aufzubauen, CO2-Bindung. Das ist das eine. Gegenargument ist von einigen gewesen oder zumindest zu Bedenken gegeben worden. Ja, aber es ist schön, wenn das Ackerfrüchte sind, die all dem entsprechen, was Nachhaltigkeit angeht, aber es gibt keinen Markt für diese Ackerfrüchte. Und das ist genau der Punkt. Wir schaffen Märkte zum Beispiel durch die Bioökonomie-Strategie, die Anwendung, wenn zum Beispiel Hanf angebaut wird, wenn verschiedene Fasern, aus die man gewinnen kann, aus verschiedenen Ackerfrüchten dann auf unseren Feldern sind. Das ist für uns wichtig, dass wir sofort auch in die Anwendung hierbei kommen. Und Sie können sich gerne auch die konkreten Beispiele auch anschauen. Draußen steht auch eine Autotür, sehr leicht. Wie gesagt, aus Naturprodukten, ist im Grunde auf unseren Äckern gewachsen und dann verarbeitet worden. Ich will aber nicht schließen, ohne auch einen realistischen Blick in Zielkonflikte zu werfen. Und die Zielkonflikte liegen auf der Hand sicherlich. Unsere Äcker sind begrenzt, die Verfügbarkeit der Äcker. Nach wie vor ist und bleibt Hauptaufgabe unserer Landwirte, unserer Bauern und bei der Nutzung der Ackerfläche die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Das wird so bleiben, das ist so. Aber wie ich auch eben sagte, wir wollen auch mit einer angelegten Ackerbaustrategie auch zeigen, dass der Klimawandel, das Umweltschutz, das CO2-Speicherung, dass das bessere Vorbereiten der Landwirte auch auf das, was auf sie zukommt, dass das nicht ohne Antworten gehen kann. Und so gehen diese Strategien zusammen. Wir wissen, dass wir Grenzen der verstärkten Biomasse-Nutzung auch haben werden. Es wird einen steigenden Bedarf und die Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen geben. Das darf nicht zur Gefährdung der Ernährungssicherung führen. Deshalb ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir in diesen Dialogprozessen, die ich auch jetzt führe und auch während der Grünen Woche beginnen werde, und dazu lade ich Sie auch sehr herzlich ein, dass wir Gesellschaft mitnehmen. Das Gesellschaft, also wir haben ja häufig Debatten in unserer Gesellschaft, 100% Ansichten, 100% Forderungen in Schubladen, aber diese Schubladen nebeneinander geben keine Kommode.
die zusammenpasst. Was will ich damit sagen? Man kann zwar bei einem Kongress allein nur über nachwachsende Rohstoffe mit Bezug auf unseren Äckern reden und im anderen Kongress mit Bezug auf unseren Äckern darüber reden, wie Fruchtfolgen sein sollen oder wie Nahrungsmittel produziert werden oder wir kommen zu einem Futtermittel, um Importe zum Beispiel zu reduzieren. Aber alle guten Anliegen addiert, wird nie ein Ganzes geben. Und deshalb ist es wichtig für die Debatte in unserer Gesellschaft, auch für uns in der Politik, und deshalb machen wir das zusammen, dass wir die verschiedenen Anliegen zusammenbringen und dort, wo es Zielkonflikte gibt, sie nicht nur benennen, sondern uns auch entscheiden, welchen Weg wir gehen und auch Antworten geben. Und dafür sind diese Strategien und dafür haben wir die Strategien, die in Anteilen einzeln bestanden haben, dass wir sie zusammenführen. Und ich möchte, Entschuldigung, schließen damit. Also, Sie haben schon die Möglichkeit. Ich möchte schließen damit, dass die internationale Grüne Woche, die wir am Donnerstagabend eröffnen werden, natürlich die Landwirtschaft im Blick hat, die Bauern im Blick hat, aber vor allen Dingen auch die Zukunft im Blick hat. Wie wird Landwirtschaft der Zukunft aussehen? Und wie können wir auch Akzeptanz steigern für Neuerungen? Und das ist für mich auch ein Punkt. Ich werbe für Offenheit, für neue Technologien. Auch in der Landwirtschaft, auch in der Produktion. Und das heißt für neue Pflanzungs- oder Pflanzenzüchtungen. Auch wenn es um das Thema Genschere geht, wenn es um das Thema CRISPR-Cas geht. Wir können, Stichwort Mutagenese, das dauert relativ lang, bis das rauskommt, was ein Züchter gerne hätte. Oder nutzen wir etwas wie die Genschere, ohne dass etwas eingeschleust wird in die Pflanze, sondern dass das, was auch auf natürlichem Wege passieren kann und passiert und länger dauert und nicht so zielgenau ist, ob wir das auch im Sinne zum Beispiel der Bioökonomie, um auch Optimierungen zu haben, um vielleicht auch Energiedichten zu erhöhen, auf einer begrenzten Fläche dann auch erreichen zu können. Das heißt, und das wird, glaube ich, am Ende immer die Frage sein, was nutzt es der Bevölkerung? Und die Bürger müssen wissen, was nützt etwas auch an Technologie? Wissenschaft ist zwar hat einen Eigenzweck, einen Selbstzweck, aber für uns als Politik ist auch immer wichtig, dass wir es anwenden und den Bürgern auch erklären, warum wir etwas machen. Und da müssen wir raus, auch aus ideologischen Gräben, aus dem Bauchgefühl raus. Da muss Bauch und Kopf müssen zusammenpassen dabei. Ja, vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Fitztum, Herr Pfeffer, Herr Ratsch. Frau Kalitschek, Sie sagten, dass KMU einen sehr hohen Anteil haben an den Prozessen, an der Forschung. Das kann man jetzt positiv darstellen, man kann es aber auch negativ darstellen, weil die Großen hätten ja Power auf die Das ist von Continental. Ich würde sagen, Continental übt Reifen. Daran für Reifenproduktion. Ja, aber genau aus dem Grunde haben wir gesagt, wir wollen die steuerliche Forschungsförderung jetzt umsetzen. Weil diese Innovationskraft muss aus den Unternehmen heraus entstehen. Und ich finde einfach wichtig, nochmal zu betonen, dass die Kleinen da so stark sind, dass die eben auch so agil sind, sich relativ frühzeitig auf den Weg zu machen, weil die immer nur in einem kleinen, begrenzten Marktumfeld unterwegs sind. Die müssen am Puls der Zeit bleiben, viel mehr noch als die Großen, die international agieren, die vielleicht sich nochmal einen neuen Markt erschließen können. Das können die Kleinen nicht. Die Kleinen müssen immer innovativ an der Spitze des Ganzen bleiben. Und ich glaube, daraus entsteht gerade bei den KMUs diese Notwendigkeit, diese Innovationskraft immer wieder an den Tag zu legen. Aber mit der steuerlichen Forschungsförderung wollen wir genau diesen Prozess für große und kleine Unternehmen noch mal pushen. Herr Pfeffer. Eine Frage an Frau Klöckner. Hatten Sie schon Gelegenheit, mit Bauernverbänden zu sprechen? Da scheinen ja die Fronten etwas verhärtet zu sein wegen anderer Geschichten. Also wie offen sind die sozusagen, was diese Innovationsideen angeht? Also es gibt nicht keine Gelegenheit, mit Bauern zu sprechen. Ich treffe sie überall, egal wo ich gerade bin. Also nein, die sind offen dafür. Am Ende wird ein Landwirt das produzieren, was abgenommen wird. Denn ein Landwirt zu sein, er ist ja nicht einfach nur Landschaftsgärtner und sagt sich am Ende, ich habe ein gutes Erbe, ich muss nichts erzielen. Sondern wenn Landwirte eine Perspektive haben, und diese Perspektive mit den Anforderungen der Gesellschaft und mit den Erlösen auf der anderen Seite synchron ist,
dann sind sie dazu offen. Und sie schauen natürlich auch, was hat das für eine Auswirkung für meinen Boden, weil der Boden ist das Kapital des zumindest des Landwirts, der Ackerbau betreibt. Und er sagt, kurzfristig wird ein Landwirt nichts machen, auch wenn es Geld bringen würde, was seinen Boden schaden würde. Also das heißt, es muss zu seinem Boden passen, das, was er anbaut. Das Zweite ist, die Erlöse müssen da sein. Also, dass sich das rechnet, wenn er für Raps mehr bekommt als jetzt für den Anbau. Zum Beispiel, wenn wir bei Hanf sind, weil es um Hanffaser geht, dann wird er das natürlich berechnen. Oder es muss eine Förderung eben sein unsererseits. Das muss kompensiert werden dann. Also die Offenheit ist da und so erlebe ich das auch bei den Bauern. Im Übrigen sehe ich das auch nicht verhärtet. Es gibt ja, also es laufen ja Demonstrationen gegen Demonstrationen der Demonstranten, die demonstriert haben. Das ist ja etwas unübersichtlich geworden, auch innerhalb der Berufsschaft. Und es gibt nicht die Bauern, sondern sie sind sehr unterschiedlich auch unterwegs. Hat was damit zu tun, ob sie in der Sonderkultur sind, ob sie Tierhalter sind, auch wo sie in Deutschland sind. Und zurzeit ist es ja so, dass die Demonstrationen ja gar nicht von Verbänden organisiert sind, sondern dass sie von der Basis her kommen, die sich jetzt aber auch, wie Sie wissen, auch nochmal gespalten hat. Also was ich damit sagen will, alle spüren in der Landwirtschaft, dass wir in einer Umbruchphase sind. Und jetzt ist die Frage, holen wir uns Applaus, indem wir versprechen, alles bleibt so, wie es ist, was ich für unverantwortlich erachte, oder sagen wir, es wird sich was ändern, aber wir müssen Perspektiven und Hilfestellungen leisten. Und diese Umbruchphase hat dann auch was mit Verlässlichkeit zu tun. Und deshalb versuchen wir auch, Märkte hier zu öffnen. Herr Ratsch. Ja, ich habe eine Frage an Sie beide. Sie hatten ja gesagt, 3,6 Milliarden nehmen wir jetzt in die Hand, um bioökonomie-relevante Programme zur Verfügung zu stellen. Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen für Ihre beiden Häuser? Wo geht denn Also zwei Programme habe ich eben genannt. Das eine ist Zukunftstechnologien, also im Grunde neue Prozesse, neue Systeme zu entwickeln, dann die epigenetische Forschung voranzutreiben. Und ein Teil des Geldes steckt bei mir auch in der institutionellen Förderung. Es gibt auch Institute, die in der institutionellen Förderung sich dem Thema Bioökonomie verschrieben haben. Insofern, das sind die beiden Programme, die wir jetzt auf den Weg bringen. Das KMU-Innovativ-Programm habe ich gerade erwähnt. Das sind so die drei, die zusätzlich im Moment kommen. Und ein Teil ist auch institutionell bei mir im Haus. Ja. Also von den 3,6 Milliarden gehen 2,5 auf meinen Haushalt. Natürlich auch zum Teil institutionelle Förderung. Aber Sie kennen zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Wir haben mit dieser Fachagentur, und das wird jetzt auch weitergehen, zum Beispiel entwickelt, wie wir ich nenne es jetzt mal Tüten, zu den klassischen Plastiktüten entwickeln. Und der erste Wurf ist nicht immer der wirklich den Durchbruch zum Beispiel auch hinbekommt. Wir haben Tüten, die Frage ist immer der Abbaubarkeit und der Belastbarkeit. Das sind Punkte. Wir haben Becher entwickelt, die sogenannte To-Go-Mentalität aus Holz zum Beispiel. Ich habe ein Kompetenzzentrum für das Thema Holz neu gegründet, weil wir eine Doppelinteresse eben haben. Nachwachsende Rohstoffe sollen fossile Rohstoffe ersetzen, aber wir wollen auch die Rohstoffe, die CO2 binden, wegen unserer Klimaziele, die wollen wir auch nicht nur mit Holzbau beantworten, sondern auch mit anderen Nutzungen. Und dann kommen wir zum Beispiel in die Frage, ich nenne es Ihnen jetzt mal, was diesen Fahrradreifen anbelangt, da sind 20 Partner beteiligt, unter anderem eben Continental Reifen oder Escusa GmbH. Wir haben verschiedene Hochschulen, die beteiligt sind. Also das sind Punkte, wenn Sie mögen, kann man das nochmal aufdröseln, aber dass Sie eine Vorstellung haben. Gut, dann der Herr, der sich... stehen bleiben mit einer schönen Technologie, die dann an anderen Orts kommerziell umgesetzt wird. Und was Sie als Schwerpunkte der Gesetze, die jetzt kommen müssen, setzen, um die Bioökonomie tatsächlich dann auch durch einen entsprechenden regulativen Rahmen zu unterstützen?
Ja, also beim Wirtschaftsministerium sehe ich ganz klar die Teile, die eben sich mit der Regulierung, ich sag mal, unserer heutigen Wirtschaftsordnung beschäftigen. Wir brauchen eine Offenheit, Wertschöpfungsketten am Ende neu zu denken. Und deswegen sind wir froh, wenn das Wirtschaftsministerium sich auch da eng einbinden lässt, damit wir das halt auch zeitnah umsetzen können. Und das Zweite ist, dass wir diese Innovationen, die wir jetzt bekommen, sind natürlich dadurch, dass biologische Ressourcen genutzt werden können. Wir brauchen auch eine Offenheit bei den gentechnischen Fragen, und diese Fragen müssen wir mit der Gesellschaft diskutieren, aber da können auch eben Regelungserneuerungen raus entstehen, und wir können es und wollen es eben genau deswegen alle zusammen machen, dass wir sagen, wir wollen da eng beieinander bleiben und deswegen eben auch das Wissenschaftsjahr es auch jetzt schon, wo wir im Grunde noch nicht wissen, woraus Regelungserneuerungen entstehen, aber mit der Gesellschaft schon mal diskutieren, damit wir darauf hinweisen, dass daraus im Grunde eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft entsteht, wenn man genau an dieser Stelle Offenheit beweist. Mhm. Ich möchte es gerne ergänzen. Passend heute haben wir im Kabinett auch eine weitere Strategie gehabt, die der Wirtschaftsminister vorgestellt hat, die Rohstoffstrategie. Und das geht ineinander eben über. Und deshalb ist es auch durchs Kabinett gegangen. Deshalb ist es dann, sobald etwas durchs Kabinett gegangen ist, auch ein Entwurf oder ein Ziel einer gesamten Regierung. Und zu der Frage der Regulation. Ich habe eben das Thema CRISPR-Cas angesprochen. Das ist ja nichts Neues. Sie wissen, dass es ein EuGH-Urteil gibt auf Grundlage einer Regelung, einer europäischen Regelung, die, wie wir zumindest als Unionspolitiker meinen, überarbeitungsbedürftig ist. So etwas. Ja, sagen uns auch Wissenschaftler und sagen mal, gut, nach Max Weber ist nichts neutral oder wertneutral, aber nichtsdestotrotz, ich höre gerne, also wichtig ist, dass wir uns frei machen von unseren alten Schubladen. Das gilt für alle, gilt auch für uns. Aber die Frage wird ja am Ende sein, wenn ich verschiedene Ziele habe, aber man sich selber als Staat im Weg steht, muss man sich offen zumindest zeigen für eine Diskussion, um auch Gesamtbilanzen aufzumachen und sich das eben auch anzuschauen. Was sinnvoll wäre, weil ein Gesetz ist ja kein Selbstzweck. Also Hauptsache man hat ein Gesetz gemacht, es gibt auch schlechte Gesetze, die können auch Sachen verhindern. Und deshalb ist sowas, wenn wir jetzt mal den Schuh nehmen oder diesen Fahrradhelm nehmen, deshalb ist ja eines wichtig oder mehreres ist wichtig, dass der Verbraucher erkennt, dass das ein Vorteil ist. Also dass er das kauft statt den bisherigen Helm. Also gut, hat was mit Ästhetik zu tun, aber die Funktionalität. Und jetzt kommt was zu Ästhetik und Funktionalität, kommt ja zum Beispiel bei so etwas oder auch bei einem Schuh, kommt ja noch eins hinzu, wofür die Gesellschaft sensibler geworden ist. Wie sieht denn hier der CO2-Fußabdruck beispielsweise aus? Und das ist ein Prozess, den können wir jetzt per Gesetz quasi implementieren in die Köpfe. Wir sehen, das ist ein Megatrend, also nicht ein Lüftchen, sondern das bleibt, das begleitet uns. Und ich sage, es ist gut, dass die Leute sensibler geworden sind und das auch auf ihr eigenes Leben beziehen. Und deshalb müssen wir auch schauen, wie kriegen wir es kommuniziert. Also wenn jetzt jemand in den Fahrradladen geht und guckt sich das an, dann sprechen ihn vielleicht zwei Dinge an, Preis und die Optik. Und dass es sicher sein soll, davon geht er wohl aus, wenn es ein gutes Fachgeschäft ist. Aber wenn jetzt noch eine Zusatzinfo ist, und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, pass mal auf, hier tust du etwas, auch für deine Umwelt, für deinen Bereich oder bei den Schuhen, das ist auch noch, dann, ich finde es dann auch, die sehen auch nicht schlecht aus, also ich meine, kann man echt was machen. So, und wenn das noch ein Storytelling im positiven Sinne hat, dann am Ende wird das produziert, was gekauft wird. Und es muss klar sein, warum es sinnvoll ist, so etwas zu kaufen. Oder? Ja, Storytelling ist, ja. Also ich wollte die Dame links dann nochmal bitten. Ja. Genau um die Rohstoffstrategie des Wirtschaftsministers. Könnten Sie nochmal genau sagen, an welchen Stellen die beiden Strategien ineinander greifen? Also das überlassen wir heute dem Wirtschaftsminister, dass er seine Rohstoffstrategie vorstellt. Also wir machen ja vieles mit. Kein Thema. Aber ich glaube, das wäre jetzt fair, wenn wir die Rohstoffstrategie auch ihm überlassen. Ich will nur sagen, wir haben uns darüber ausgetauscht, für welche Produkte der Zukunft Rohstoffe notwendig sind. Und wo sind die also wie viele Rohstoffe sind notwendig? Und es geht auch darum, welches Land am schnellsten ist, weil am Ende sitzen wir alle in einem Boot. Und wenn wir endliche Rohstoffe haben, und da kommen wir ins Spiel, dann wird der Kampf um die Verteilung der Rohstoffe und auch Transport etc. alles, dann wird es nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, die nicht gerade, wo nicht immer ein
viel Segen drauf legt. Und insofern ist unser Punkt der, wo wir sagen, ja, wir werden Rohstoffe für Neuerungen brauchen, auch zur Absicherung brauchen, wenn wir die selbst wachsen lassen können oder auch aus Ländern beziehen, die auch regenerativ, also die auf die nachwachsenden Rohstoffe setzen. Und das ist eine, also erstmal müssen Sie eine Analyse haben, Rohstoffe. Bringt auch nichts, wenn wir jetzt Rohstoffe liefern für etwas, was keiner braucht. Das wäre ja auch nicht sinnvoll. Und dass das so verzahnt wird. Gut, danke. Herr Fitzdum hatte sich noch einmal gemeldet. Ich habe noch mit zwei Fragen. Zum einen, Sie sagten immer wieder an manchen Stellen, dass der Energieverbrauch bei der Erzeugung geringer sei als bei konventionellen herkömmlichen. Kann man das so pauschalieren? Und ist das letztlich der Punkt, wo Sie sagen, die Gewissheit, dass das dann auch in die Großproduktion geht, weil Energie will wahrscheinlich in Zukunft jeder sparen? Und zum anderen, was die gentechnischen Fragen anbelangt, Sie sagten, Frau Klöckner, das müsste eine Offenheit geben. Allerdings klingt das hier noch sehr diffus. Also ich glaube, so kann man die Gesellschaft noch nicht überzeugen. Was macht Sie sicher, dass wir dann nicht am Ende eine Art neue Stammzellendebatte bekommen, die dazu ausgeht, wie die alte ausgegangen ist? Gute Frage, ja. Soll ich anfangen? Ja, also das Thema Energiesparen beschäftigt uns ja in vielerlei Facetten. Sie müssen sich jetzt noch ein bisschen gedulden, aber dann kommt die nationale Wasserstoffstrategie, die einen weiteren Baustein in dieser ganzen, in diesem ganzen Umbau unseres Wirtschaftens und unseres Lebens ist. Und deswegen ist Energiesparen auf der einen Seite ein großes Thema, aber wie produzieren wir auch Energie? Man kann, glaube ich, nicht generell sagen, dass es immer energiesparender ist. Aber schon alleine dadurch, dass wir nachwachsende Rohstoffe haben, haben wir für die Produktion der Rohstoffe im Grunde ja schon mal, ich sag mal, einen Teil abgekoppelt, wofür wir keine zusätzliche Energie brauchen. Das Thema neue Züchtungstechniken ist etwas, wo wir, glaube ich, nur über den Weg, dass wir zeigen, dass diese echte Kreislaufwirtschaft funktioniert und dass man damit jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten kann, ein nachhaltiges Land zu werden. Dass wir damit auch eine Offenheit hinkriegen. Und ich bitte Sie alle ganz herzlich, genau an dieser Stelle uns nämlich dazu unterstützen, dass diese Debatte in Ruhe und sachlich geführt wird, damit wir nicht ins Hintertreffen kommen. Wir brauchen diese Offenheit und das ist ein Teil unseres Wissenschaftsjahres, dass wir im Grunde der gesamten Gesellschaft Möglichkeiten geben wollen zu sehen, was entwickelt sich, wenn man eine Offenheit hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich rote Linien, die wir nicht überschreiten wollen, die auch gar nicht in Frage stehen, aber eine Offenheit, einige Dinge zu nutzen, wo wir heute vielleicht im Moment gerade durch die europäische Richtlinie an unsere Grenzen stoßen. Diese Debatte brauchen wir, die wollen wir und die werden wir führen müssen. Aber bitte sachlich, wir sehen ja gerade, wie schwierig sachliche Debatten sind. Das ist ein komplexes Feld, aber wir müssen uns auf dieses Feld trauen, wenn wir im Rahmen der Bioökonomie erfolgreich sein wollen. Ich will das gerne ergänzen, jetzt aber speziell für meinen Bereich, was die Energiefrage anbelangt. Ein Beispiel jetzt nochmal mit der Herstellung zum Beispiel eines Kotflügels, Heckflügels etc. beim Auto. Und wenn wir Naturfasern nutzen und haben Flachsfasern und die Flachsfasern sollen Carbonfaserteile ersetzen, dann ist hier klar nachgewiesen, dass das mit deutlich geringerem Energieaufwand zu erreichen ist. Jetzt kann man auch dann nochmal diskutieren, okay, wird der Schlepper, der Trecker jetzt mitverrechnet, aber dann kann er nicht überall immer wieder mitverrechnet werden. Also das heißt, wir brauchen natürlich Kriterien, die verlässlich sind. Also wie viel Spritverbrauch habe ich auf dem Acker, wie viel Ressourcen brauche ich, dass wir Rohstoffe wachsen lassen können, importiere ich sie oder nicht. Aber das muss man im Einzelfall sich anschauen. Ich würde nicht sagen, dass man es pauschal sagen kann, es hat aber auch was mit der Berechnung zu tun. Das andere, da stimmt ja was auch, stimme ich absolut zu, was Frau Kalitschek sagte, weil es nachwachsend ist, auch anders abbaubar ist, dass das Vorteile natürlich zeigt. Dann zur Frage nochmal der Gentechnik oder eben nicht Gen, weil CRISPR-Cas ist was anderes wie grüne Gentechnik. Und Sie sagten, dass das nicht so ausgeht wie die Stammzelldiskussion. Also ich erinnere mich sehr gut an die Debatte rund um die Stammzelldiskussion. Und es war eine sehr intensive Debatte. Und dort ging es aber um eine ganz andere ethische Fragestellung als jetzt um die Frage, ob wir etwas tun, was sowieso in der Natur passiert, nur sehr häufig nicht passgenau und es dauert viel zu lange. Stichwort nochmal Mutagenese. Bei der Stammzelldebatte ging es darum, wie ich Stammzellen extrahieren kann aus Embryonen und
der Zweck hat dazu geführt, dass das Mittel, der Prozess bedeutet, Embryonen abzutöten. Das war eine ethisch sehr aufgeheizte Debatte. Und es gab Alternativen zu den embryonalen Stammzellen, die adulten Stammzellen. Und das war so eine Debatte, die natürlich dahin führte, die auf einer sehr moralischen Ebene, richtigerweise, weil auch Sternstunde im Parlament, geführt worden sind. Jetzt sind wir da bei Züchtungen. Unsere Züchter haben einen weltweit guten Ruf. Ich habe zum Beispiel den Weinbau auch in meinem Ministerium. Jetzt schmeckt nicht jede Traubenzüchtung so gut, wie sie sein soll. Gell? Also da gibt es auch sehr Unterschiede, große. Aber ich werde jetzt auf der Grünen Woche den Regentpreis verleihen. Der Regent, diese Rebsorte, ist entwickelt worden, ist durch Züchtung entwickelt worden, hat ziemlich lange gedauert. Das hätte man anders passgenauer schneller hinbekommen können. Aber das Ergebnis ist, es ist eine Piwi-Sorte, eine pilzwiderstandsfähige Sorte, die mehrere Funktionen vereint. Also schmecken muss sie erstmal, sonst kauft es keiner. Aber das heißt, dass gegen Schädlinge diese Züchtung resistent ist und wir weniger Pflanzenschutzmittel auf dem Feld brauchen. Und der Nutzen muss erklärt werden. Und wenn wir das tun, also ich sehe jetzt keine Proteste, auch nicht gegen eine andere Rebsorte, die wir jetzt ausschenken werden bei der Grünen Woche, die ganz neu ist, die wirklich mit ganz, ganz wenig Schädlingsbekämpfungsmittel auskommt. Canalis Blanc heißt sie. Gibt einen besseren Namen wahrscheinlich, aber es hat einen Grund wahrscheinlich, warum sie so heißt. Wenn Bürger sehen, wofür das da ist und wir das erklären, dann glaube ich, dann ist eine faire Debatte möglich. Jetzt ist es aber so, sehen Sie auch in den sozialen Medien, sobald ich nur von der Genschere spreche, CRISPR-Cas, kann ich Ihnen auf Knopfdruck sagen, welche Shitstorm, ich kann Ihnen die Überschriften liefern. Ja, das geht in solche Untergangsszenarien, quasi die Schöpfung ist bedroht. Und ich finde das zum Teil nicht nur unanständig, sondern sogar gefährlich dahingehend, dass gewarnt wird, dass wir uns sachlich mit Argumenten auseinandersetzen müssen, dass es auch nicht Heilsbringer für alles sein kann. Und dass wir vor allen Dingen Monopole verhindern müssen, das ist ganz wichtig. Also, dass es zugänglich sein muss. Ich bin häufiger auch als Agrarministerin in Afrika und da geht es weniger darum, was wir an Geld dorthin bringen als Ministerium, sondern da geht es um Erntesicherung, Nacherntesicherung, um richtige Pflanzzeiten etc. Und mir sagen sehr häufig dort die Landwirtschafts-, also die Schulen, mit denen wir arbeiten, wir haben die Kraft nicht, neue Züchtungen selbst zu entwickeln. Helft uns. Und selbst wenn wir es hier nicht brauchen, und das ist nochmal so abschließend mein Punkt, müssen wir uns schon bewusst werden, welche Anforderungen wir heute stellen an Landwirtschaft. Weniger Pflanzenschutzmittel, bitte klimastressresistent, resistent den neuen Schädlingen gegenüber, die neu zu uns kommen aufgrund des Klimawandels. Wir haben neue Schädlingsvorkommen. Die Ernten sollen gesichert werden, die Preise aber nicht in die Höhe schnellen. Da ist die Frage, wie soll diese Zielkonflikte gelöst werden, wenn der Verbraucher nicht sagt, ich würde jetzt nur noch Salat mit, was weiß ich, mit irgendwie Schnecken und Schädlingen drin kaufen. Also das Kaufverhalten ist ja dann auch ein anderes. Einfach das dazu zur Diskussion stellen und man wird sehen, was sich durchsetzt oder nicht durchsetzt. Aber wir sind da auch ein bisschen doppelmoralisch unterwegs. In Deutschland haben wir manche Anwendungen nicht, aber importieren dann die Produkte in dieser Fragestellung. Und da glaube ich, sollten wir schon offen die Debatte führen. Man kann ja zu dem ein oder anderen Ergebnis kommen, aber man muss sie zumindest auf der Argumentationsebene führen und nicht schon auf der Moralebene anfangen, weil dann haben sie gar keine Chance mehr, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Ich will vielleicht noch mal einen Punkt bringen. Diese Spinnenseide entsteht durch Mikroorganismen, die genmutiert sind. Wenn sie aber aus ihrer Lösung rauskommen, sind sie tot. Dann habe ich aber meine Spinnenseide, die ich brauche, um diesen Schuh herzustellen. Also da kann man eigentlich sehr schön sehen, ich sag mal, wir wollen ja gar nicht, ich sag mal, eine undifferenzierte Diskussion, in Deutschland muss alles erlaubt sein, darum geht es nicht. Es geht darum, solche Sachen möglich zu machen und die sind im Zweifel sonst nicht möglich, wenn wir die Grenzen zu eng setzen. Und das hat eben, ich sag mal, damit, dass wir gentechnisch veränderte Dinge auf dem Acker und so weiter diskutieren, haben solche Sachen gar nichts zu tun. Und deswegen müssen wir genau hingucken, was wollen wir zulassen, was wollen wir nicht zulassen, was wollen wir nutzen, was wollen wir aber einfach auch nur in der Forschung vorantreiben, um dann eben, ich sag mal, da auch Weiterentwicklungen rauszubekommen, die dann wieder akzeptiert sind in der Gesellschaft. Also deswegen, das ist eine hochdifferenzierte Diskussion, die wir da haben. Ich finde, an diesem Schuh kann man sehr schön sehen, dass das ja, ich sag mal,
von jedem wahrscheinlich gewünscht wird und dass wir dafür aber eben auch ein Regelungswerk brauchen, was diese Offenheit hat, dass es überhaupt möglich ist. So, ich habe noch einen Fragesteller und mit Blick auf die Zeit würde ich dann gerade die Frageliste auch schließen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Nee, überhaupt nicht. Ich hatte heute Morgen im Kabinett noch einen zweiten Gegenstand dabei, nämlich ein Armband für eine Uhr. Und dieses Armband ist schon ausverkauft in Deutschland. Das kann man im Moment gar nicht mehr kriegen, weil man so schnell gar nicht produzieren kann. Und daran sieht man, wenn das Produkt schick ist, dann ist es im echten Wettbewerb, wird es sich dann auch durchsetzen. Und ich glaube, das gute Gefühl, was ich dann beim Kauf habe, trägt dann dazu bei, dass sogar der Verkauf an der Stelle leichter ist. Aber wir dürfen doch das eine nicht gegen das andere ausspielen. Der Sinn ist, wirtschaftlich stark zu bleiben und Lebensgrundlagen zu erhalten und die Innovationskraft, die wir in diesem Land haben, dann, ich sag mal, auch über unsere Grenzen hinaus zur Verfügung zu stellen. Das, was Julia Klöckner eben mit dem russischen Löwenzahn angesprochen hat, also Autoreifen aus russischem Löwenzahn. Dieser Löwenzahn braucht relativ anspruchslose Böden. Es gibt viele Regionen der Welt, die heute nichts anbauen können, weil die Böden es nicht hergeben. Warum sollen die in Gottes Namen nicht den Löwenzahn anbauen? Und so, finde ich, muss man die Dinge jetzt Schritt für Schritt zusammenbringen und eben auch nicht aufhören. Wir sagen jetzt nationale Bioökonomiestrategie, weil wir die Innovation in den Vordergrund stellen, weil wir da in Deutschland stark sind. Aber am Ende wird genau das uns neue Lieferketten ermöglichen und auch eine neue Zusammenarbeit in der Welt ermöglichen. Wenn das Ergebnis von Angst wäre, wir machen es nicht, dann machen es andere. So, und ich will, dass unsere Forschung und unsere Wissenschaft, Innovation, auch unsere Landwirte eine Auswahl haben. Und wir geben Antworten, wie gesagt, auf andere Ziele. Und die müssen halt verzahnt werden. Die dürfen sich nicht widersprechen. Das ist wichtig. Aber da sind wir im Fluss, in Bewegung. Und am Ende setzt sich das durch, was qualitativ ist, was bezahlbar ist, was einen Impact hat, der Bedeutung. Am Ende sind wir zwei aber nicht die Verkäuferin oder wir sind nicht die Produzentin, sondern da sind wir arbeitsteilig unterwegs und wir machen das, was Politik machen kann, über Hemmnisse reden oder Wege ebnen und zum anderen Gelder zur Verfügung stellen, um Initialzündungen hinzubekommen, die vielleicht aufgrund mangelnden Geldes für Start-ups dann doch nicht verfolgungswert gewesen wären. Vielen Dank für kommen. Aber